This is Europe Remembers on Tour, day 4. And during our tour, we visited the concentration camps Buchenwald and Auschwitz. And on the last day of our tour, we're going to visit the Mittelbau Dora Memorial. And around 6,000 prisoners from all over the world were deported to this camp to perform slave labor. And we're now going to see in which murderous conditions the prisoners had to work here. Wir sind jetzt hier im Häftlingsbereich des sogenannten Lager Doras. Das war das Hauptlager des KZ Mittelbaus. Hier ist der Appellplatz, wo die Häftlinge jeden Morgen und jeden Abend zu C-Appellen anstehen mussten. Geprüft wurde, ob alle noch da sind und ob jemand fehlt. Dieses Lager hier war eingerichtet als ein Lager für die Zwangsarbeit. Also die Häftlinge sollten tatsächlich wirtschaftlich ausgebeutet werden, für die Rüstungsproduktion. Das war sozusagen hier das Ziel dieses Lagers. Und das war sozusagen eine Funktionserweiterung der Lager. Vorher war es sehr stark mit Terror- und Erziehungsfunktion. Und hier ging es wirklich um den Einsatz der Häftlinge in der Zwangsarbeit. Hier waren durchschnittlich 10.000 bis 12.000 Personen hier in dem Hauptlager untergebracht. Hinzu kamen nochmal bis 1945 39 Außenlager, die zu diesem Komplex dazugehörten. Und dieser ganze Bereich wurde dann im April, am 11. April 1945 von amerikanischen Truppen befreit. Das Lager war vorher aber bereits geräumt worden und hier im Hauptlager Dora und in einem Außenlager der sogenannten Bölke-Kaserne waren noch wenige hundert Häftlinge, die zu krank waren, die im Sterben lagen, wurden zurückgelassen und nicht mit auf diese Räumungstransporte in andere Lager weitergebracht. Wir stehen jetzt hier am Eingang zur ehemaligen Stollenanlage, die 1943 als Konzentrationslager auch eingerichtet wurde. Und die Häftlinge waren zunächst unter Tage untergebracht und mussten auch unter Tage arbeiten. Die Bedingungen im Stollen waren fürchterliche hygienische Bedingungen. Es war laut, es war eng, es war staubig. Es waren bis zu 1000 Häftlinge in einer Schlafkammer untergebracht. Es wurde in zwei Schichten 24 Stunden am Tag gearbeitet. Das heißt, während die eine Schicht schlief, musste die andere Schicht im Tunnel weiterarbeiten am Bau dieses Tunnelsystems, dieser Untertageverlagerung. Das heißt, es waren extrem schlechte Bedingungen hier unter Tage. Und es kam zu einfach einer sehr hohen Zahl von Toten, sehr viele Krankheiten, die sich einfach in dieser Enge, in diesen schlechten hygienischen Zuständen ausbreiteten. Und gerade in der Anfangszeit bis, ich sag mal, Mai 1944 starben hier bis zu 6.000 Häftlinge unter Tage. Es ist seit den 90er Jahren auch wieder möglich, einen Teil der Stollenanlage im Rahmen von Besuchergruppen oder in Führungen auch zu begehen. Man kann dann wirklich nur eine sehr kleine, also nur etwa 5% der Stollenanlage dann noch sehen. Zurzeit ist es leider nicht möglich, die Stollenanlage zu besichtigen. Wir hoffen aber, dass das bald wieder möglich sein wird. Wir stehen jetzt hier vor dem Krematorium. Das kann man hinter mir sehen. Das ist eins der wenigen noch erhaltenen Gebäude hier auf dem KZ-Gelände. Dort drin ist der Verbrennungsofen, in dem die Leichen von etwa 5000 Häftlingen, die hier verstorben sind, verbrannt wurden und deren Asche auf den Hügel, der hinter mir ist, geschüttet wurde. Für uns als Gedenkstätte ist das einer der zentralen Orte des Gedenkens hier an die Tausende von Toten dieses Konzentrationslagers. With a visit to the Mittelbau Dora Memorial, this tour comes to an end. And I was again reminded that we are jointly responsible to prevent that the Holocaust will ever happen again. So the phrase, never again, is a promise we need to make to each other.